Hallo, herzlich willkommen zu diesem Capstone-Video zum Thema Geometrie in der Ebene. Nun, worum geht es in der Geometrie? Die einfachsten Objekte, die wir betrachten, sind Punkte. Ich habe hier schon zwei Punkte skizziert. Strecken sind die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten. Zwei Punkte legen auch eine Gerade fest. Ich versuche hier durch diese beiden Punkte P3 und P4 eine Gerade zu skizzieren. Vielleicht auch gleich zur Beschriftung. Punkte werden grundsätzlich mit Großbuchstaben beschriftet, Geraden und Strecken normalerweise mit Kleinbuchstaben. Es gibt auch diese Mischung quasi aus Gerade und Strecke, die sogenannte Halbgerade oder den Strahl. Eine Gerade hat ja keinen Anfang und kein Ende. Eine Halbgerade hat quasi einen Anfang, aber kein Ende. Wenn nun zwei solche Halbgeraden im selben Punkt beginnen, dann schließen diese beiden Halbgeraden einen Winkel ein. Der gemeinsame Punkt ist der Scheitel des Winkels, zeichne ich hier mit S. Die beiden Halbgeraden werden mit Schenkel bezeichnet. Und der Winkel, den sie einschließt, den kennzeichnet man normalerweise mit so einem Winkelbogen und beschriftet mit griechischen Kleinbuchstaben. Der Winkel, den ich hier gezeichnet habe, ist kleiner als ein rechter Winkel. Das nennt man ein spitzer Winkel. Stehen die beiden Halbgeraden aufeinander normal, spricht man von einem rechten Winkel, hat in unserem Maßsystem also 90 Grad. Der Winkel, den diese beiden Halbgeraden miteinander einschließen, größer als 90 Grad, aber kleiner als der gestreckte Winkel, also 180 Grad, so spricht man von einem stumpfen Winkel. Dieser Winkel hier liegt zwischen 90 und 180 Grad, ein stumpfer Winkel. Der gestreckte Winkel hat dann 180 Grad, der volle Winkel 360 Grad und es gibt natürlich auch noch zwischen 180 und 360 Grad den sogenannten erhabenen Winkel. Winkel werden gemessen mit einem Winkelmesser, den ihr normalerweise im Geodreieck habt. Und nachdem ich weiß, dass das sehr häufig noch Probleme macht, möchte ich das nochmal kurz wiederholen. Ihr müsst den Winkelmesser so hinlegen, dass der Nullpunkt am Scheitel des Winkels liegt und ein Winkelschenkel entlang des Lineals. Dann müsst ihr den Winkelmesser so drehen, dass quasi die Skala über dem Winkel liegt. Also, dass mein Winkel ist, muss ich dann so hinlegen, dass die Skala auf dem Winkel liegt, den ich gern messen möchte. Also ich möchte jetzt zum Beispiel diesen Winkel messen. Und jetzt brauche ich nur noch hinaufzählen, der hat 10, 20, 30, 90, 100, also ein bisschen mehr als 110 Grad. Gut, kommen wir zu Geraden. Geraden in der Ebene sind entweder parallel, so wie diese beiden hier, das heißt, sie haben keinen Schnittpunkt, oder sie haben genau einen Schnittpunkt. Geraden, die sich schneiden, schließen natürlich auch einen Winkel ein und ich möchte diese Skizze nutzen, um einen wichtigen Satz über Winkel zu wiederholen. Zwar Winkel, die parallele Schenkel haben, sind entweder gleich groß, wie dieser und dieser hier, oder auch dieser und dieser, die haben alle parallele Schenkel. Oder die andere Möglichkeit ist, sie ergänzen sich auf 180 Grad, das nennt man dann supplementär. Dieser Winkel hier hat natürlich auch parallele Schenkel zum Winkel Alpha, aber der ist nicht gleich groß, sondern der ist die Ergänzung auf 180, also 180 Grad minus Alpha. Genauso wie dieser hier, oder dieser hier, oder dieser hier. Auch die dunkelblauen Winkel sind alle gleich groß und die Supplementärwinkel zu den orangen Winkeln halt. Parallelwinkel, also noch einmal, sind entweder gleich groß oder supplementär. Gut, kommen schon zu den Dreiecken. Ich habe hier ein Dreieck skizziert. Ich möchte das einmal beschriften, so wie es gemeinhin üblich ist, die Eckpunkte. Die Seite A liegt dem Eckpunkt A gegenüber, Seite B dem Eckpunkt B. Und die Winkel liegen an den Eckpunkten, also Alpha bei A, Theta bei B und Gamma bei C. Ein wichtiger Satz über Dreiecke. In allen Dreiecken gilt, dass die Winkelsumme, das heißt Alpha plus Beta plus Gamma, gleich 180 Grad ist. Kann man sich auch einfach überlegen. Ich versuche das kurz zu zeigen. Ich zeichne eine Parallele zur Seite C durch den Eckpunkt C und erreiche hier Parallelwinkel. Also dieser Winkel Alpha, den ich jetzt hier kennzeichne, der ist auch hier heroben. Dieser Winkel heroben hat parallele Schenkel zu Alpha, ist also gleich groß wie Alpha. Genauso finde ich den Winkel Beta auch hier am Eckpunkt C. Das ist ein Parallelwinkel Beta und hat deshalb die Größe Beta. Und so sieht man schön, dass Alpha plus Beta plus Gamma zusammen einen gestreckten Winkel, also 180 Grad ergeben.
Der nächste wichtige Satz über Dreiecke gilt nur im rechtwinkligen Dreieck. Hier anschauen, es handelt sich um den Satz des Pythagoras. Ich habe hier ein rechtwinkliges Dreieck skizziert. Hier ist der rechte Winkel. Die Seiten des rechtwinkligen Dreiecks haben spezielle Namen. Also die beiden Seiten, die am rechten Winkel liegen, heißen Katheten. Die Seite, die dem rechten Winkel gegenüber liegt, heißt Hypotenuse. Und in so einem rechtwinkligen Dreieck gilt nun, dass die Summe der beiden Kathetenquadrate gleich groß ist wie das Hypotenusenquadrat. Ja, das ist rechtwinklige Dreieck jetzt irgendwie beschriften, wie es üblich ist, zum Beispiel die beiden Katheten mit A und mit B und die Hypotenuse mit C. Und dann gilt die bekannte Formel, das Quadrat der Hypotenuse, also C-Quadrat, ist gleich die Summe der beiden Kathetenquadrate, A-Quadrat plus B-Quadrat. Das zeichne ich über der Kathete A ein Quadrat und über der Kathete B ein Quadrat, dann haben diese beiden Quadraten dieselbe Fläche wie das Quadrat über der Hypotenuse C. Gut, als nächstes zu einigen Flächeninhaltsformeln wichtiger ebener Figuren. Zum Beispiel des Rechtecks. Ich habe hier ein Rechteck skizziert und ihr seht, dieses Rechteck hat auf meinem Raster eine Länge von 2 Einheiten, eine Breite von 1 Einheit. Das heißt, dieses Rechteck schließt einen Flächeninhalt von 2 mal 1 solcher Einheitsquadrate ein. Ganz allgemein ist der Flächeninhalt eines Rechtecks immer Länge mal Breite oder A mal B in meiner Skizze. Gilt natürlich auch für das Quadrat. Quadrat ist ein Sonderfall des Rechtecks mit 4 gleich langen Seiten. Beim Parallelogramm, also die nächste Figur, sind zwar die Seiten noch parallel und gleich lang, aber es gibt keine rechten Winkel mehr. Und deshalb funktioniert auch diese Formel Länge mal Breite nicht mehr, also A mal B ist hier falsch. Ich muss, um mir die Flächeninhaltsformel zu überlegen, hier eine Höhe einzeichnen. Die Höhe ist der Abstand der beiden parallelen Seiten. Also hier zum Beispiel habe ich die Höhe auf A eingezeichnet. Und ich schneide jetzt quasi das rechtwinklige Dreieck, das da entsteht, auf der rechten Seite weg und füge es hier links dazu. Durch dieses Wegschneiden und Dazufügen habe ich den Flächeninhalt nicht verändert, aber ich habe eine Figur erzeugt, deren Flächeninhaltsformel wir schon kennen. Das ist jetzt nämlich ein Rechteck. Die Fläche des Rechtecks ist A mal, also Länge mal Breite, und in diesem Fall die Länge A und die Breite ist die Höhe. Ich hätte dasselbe auch mit der Seite B und der Höhe auf B machen können, dass die Flächeninhaltsformel B mal HB ist auch richtig. Ein Dreieck ist ja nur ein halbes Parallelogramm. Ihr könnt euch einfach vorstellen, ich verdopple hier das Dreieck, also ich lege dasselbe Dreieck nochmal dran, hätte ich ein Parallelogramm und der Flächeninhalt des Parallelogramms wieder Seite mal dazugehöriger Höhe. Ich zeichne hier zum Beispiel die Höhe, die Seite C ein, erhalte für die Flächenformel des Dreiecks C mal HC. Das ist jetzt eine Parallelogrammfläche und die muss ich dann halbieren, um die Dreiecksfläche zu erhalten. Ganz analog beim Trapez. Ein Trapez ist ein Viereck mit nur einem Paar paralleler Seiten. Und um sich hier eine Flächeninhaltsformel zu überlegen, macht man dasselbe wie beim Dreieck. Also man legt dasselbe Trapez quasi noch einmal auf den Kopf gestellt dazu. Ich versuche das hier zu skizzieren. Dasselbe Trapez noch einmal auf den Kopf gestellt dazu. Und ihr seht, ich erhalte wieder ein Parallelogramm. Und die Flächeninhaltsformel fürs Parallelogramm haben wir uns schon überlegt. Dieses Parallelogramm hat die Länge A plus C. Die Höhe ist die Höhe des Trapezes, muss ich noch einzeichnen, mal h. Und da muss ich davon die Hälfte nehmen, weil ich war ja nur an der Flächeninhaltsformel des Trapezes interessiert und nicht an der großen Parallelogramms. Zum Abschluss noch kurz das Deltoid. Ein Deltoid ist ein Viereck, bei dem die Diagonalen, die heißen hier E und F, aufeinander normal stehen und die eine Diagonale die andere halbiert. Die Flächeninhaltsformel des Deltoids kann man sich auf verschiedene Arten überlegen, aber eine Möglichkeit zum Beispiel ist es, dass man jedes dieser rechtwinkligen Dreiecke, das da entsteht, noch einmal außen dran legt. Also dieses Dreieck hier, dieses hier und da unten machen wir das Gleiche. Und ihr seht, da entsteht ein Rechteck. Die Breite dieses Rechtecks, die eine Diagonale und die Länge ist die andere Diagonale. Das ist die Fläche dieses großen Rechtecks wäre E mal F. Und damit ist die Fläche des Deltoids die Hälfte davon, also E mal F halbe.
Diese Formel funktioniert übrigens für alle Vierecke, deren Diagonalen aufeinander normal stehen, also zum Beispiel auch für das Quadrat oder für die Raute. Gut, zum Abschluss noch zum Kreis. Hier ist das nicht ganz so einfach. Kreislinie, grundsätzlich sind alle Punkte, die von einem gemeinsamen Mittelpunkt, wenn ich ja M, denselben Abstand, R haben. R ist der Radius des Kreises, D der Durchmesser, der doppelte Radius des Kreises. Und schon die alten Griechen haben sich darüber Gedanken gemacht, in welchem Verhältnis etwa der Umfang des Kreises zum Durchmesser steht. Und sie sind draufgekommen, okay, das ist ungefähr das Verhältnis 3:1. Und diesem Verhältnis hat man einen Namen gegeben, weil es einfach so wichtig ist, das ist die sogenannte Kreiszahl Pi. Ihr wisst, Pi ist eine reelle Zahl, eine Zahl mit unendlich vielen Dezimalstellen, die sich nie wiederholen. Und man kann Pi heute schon sehr, sehr, sehr genau bestimmen. Pi ist ungefähr 3,1415 und so weiter. Mit Hilfe dieser Kreiszahl Pi kann man auch eine Formel für den Flächeninhalt des Kreises angeben. Flächeninhalt des Kreises A gleich R Quadrat mal Pi. Gut, das waren einige wichtige Grundlagen der Geometrie in der Ebene. Ich wünsche euch viel Spaß bei den Aufgaben dazu.